Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben heute echt lange geschlafen. Wir haben 9 Uhr, kurz vor, 2 Minuten vor 9. Und es ist ein wundervoller Tag draußen. Die Sonne scheint, es ist trocken, herrlich. Ja, wir haben gestern ein bisschen länger gemacht. Wir hatten den Livestream mit euch. Es war echt schön. Und heute fahren wir nicht zum Markt, haben wir gestern schon gesagt. Wir haben keine Lust, so lange zu fahren. Wir fahren die nächste Woche noch lang genug. Ich mache mal die Rollos hier hoch. Und wir haben richtig, richtig gut geschlafen auf den Rollmatratzen. Also die haben sich wirklich gelohnt. Ich habe schon bei der Michaela gesehen, was für neue Matratzen wir haben. Die eine hat über 21 Tage gedauert, bis wir die da hatten. Aber super, mega Kundensupport. Per WhatsApp, per E-Mail, da haben mehrere Mitarbeiter immer mit uns telekommuniziert und haben uns geholfen, dass wir die Matratze noch kriegen. Die erste Matratze kam am 8. oder 7. August an, die letzte Matratze vorgestern. Und wir haben, ja, wisst ihr selber, September schon. Ja. Oh, was steht heute an? Heute machen wir die paar Bohrsachen, die wir gestern nicht machen wollten, weil ich wollte die machen, hätte keinen Bock gestern, ich war so im Arsch, tut immer auch die Hände weh. Dann meine Sehnenscheidentzündung, wer hätte jetzt immer auch die Lefze dick? Arme Schnäuzchen. Ich hätte gestern eine Wespe gebissen, aber der ist schon besser geworden. Aber wie mit Kindern ist das, aus Fehlern lernt man. Und guckt mich ganz traurig an, er sagt, Papa, wir haben 9 Uhr. Give me food, denn das ist so gut. Okay, ich werde das immer mal sehen. Ja, nächste Woche Freitag geht's endlich los. Wir freuen uns. So langsam haben wir nur noch Gerödel und Gedödel. Dies und das, aber haben wir immer. Daher. Dann geht's auf Reise wieder. Erst besuchen wir Freunde. Kurz. Und dann geht's Richtung Split. Da freue ich mich mit am meisten auf das Stadion und aufs Meer. Einmal wollte ich mit Calvino dann ein Heimspiel besuchen. Schade, dass sich Split nicht für die Conference League entschieden hat. Das hätte ich mir gerne angeschaut. Aber machen wir ein Heimspiel. Ich weiß gar nicht, am 16. September ist das. Und das wollen wir uns dann gönnen. Wenn wir mal ins Stadion gehen, dann wollen wir auch zwischendurch immer mal wieder, wenn wir auf Reisen sind, verschiedene Stadien besuchen. Und einfach mal gucken. Ich bin früher in Deutschland viel unterwegs gewesen, in fremden Stadien. Und das führen wir jetzt außerhalb Deutschlands weiter. Kalle hat da auch Bock drauf, der findet immer ganz toll. In Salah Egerzeg waren wir schon vor ein paar Tagen, vor einer Woche war das, glaube ich. Der haben wir leider verloren, 3-1. Haben 7 Euro bezahlt für beiden Tickets. Und ja, warum nicht? Ja. Ja, ansonsten werden wir heute die restlichen Sachen noch fertig machen. Wie schon gesagt. Hatte ich ja gestern ja auch alles erzählt. Bei mir im Schuppen werde ich noch 2 Dinger dran machen für die Sense. Gleich werde ich erstmal, wenn der Kaffee auf ist, das Zeug spritzen draußen für das Unkraut. Welche Festbauung soll man halt vormittags spritzen, wenn es dann den Tag so war, in den nächsten 3-5 Stunden nicht regnet. Den Pool müssen wir heute aufrollen, aber es soll trocken bleiben die nächsten Tage. Das werden wir alles hinkriegen. Und deswegen waren wir auch nicht so weit weg heute. Nicht auf dem Markt oder so. Morgen vielleicht mal gucken, wie wir durch und wie wir Bock haben. Wir sind da ja flexibel. Meine Haare liegen auch wieder wie Pöttchen doof. Ja, ich war um 5:30 schon mal wach und dann dachte ich mir, super, jetzt ist die Nacht vorbei. Aber Gott sei Dank bin ich nochmal eingeschlafen. Olivia schläft noch, Calvino schläft noch. Mama ist im Bett, die ist schon wach, die wartet auf den Kaffee. Wenn ich aufhöre zu reden, dann kommt sie wahrscheinlich aus dem Loch gekrabbelt. Ja, weiß ich auch nicht. Ist gestern spät geworden, dann haben wir heute noch ein bisschen länger geschlafen. Tolle neue Matratzen, auch kein Wunder. Ja, die Akkus habe ich schon vorgeladen für die Reise. Die kommen in den Kühlschrank rein, für unser Licht im Kühlschrank. Da haben wir so
Lampen uns geholt, wo man bei Bewegung, wenn der Schrank aufgeht, geht es an. Also ist ja kein Licht da drin. Wenn man abends die Fassade rausnimmt, sieht man halt nichts. Aber Handy holen ist auch doof. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir den Wohnwagen halt perfektioniert haben. Ja. Hey, ich zeige euch gleich mal das Zeug, was wir spritzen und die Pumpe. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee, lade meinen Akku hier auf an der Kamera. Und dann nehme ich euch gleich mit heute. Heute ein bisschen mehr versprochen. Ich habe jetzt im Livestream schon gesagt, dass ich da Besserung gelobe und ein bisschen mehr zeige. Dabei ist eine Schutzmontur. Montur. Hier schon wieder am Nachbarn beschimpfen. Wieder hinten irgendwas rödeln. Und ja, ich habe ja gesagt, ich zeige euch mal das, was ich jetzt so tue. Heute ein bisschen mehr. Mal gucken, hier habe ich das Zeug, das muss ich jetzt 1 zu 5 verdünnen. Ich mache online bestellt aus Deutschland. Ja. Geh weg, du mysteriös aussehendes Vieh. Ja, und dann mal gucken, werde ich wahrscheinlich auch sensen gleich noch. Das wird halt echt schön. Das ist eine Anleitung, die lese ich mir auch mal zu durch. Ja, 1 bis zu 5 bis 1 zu 8 steht das reicht für 2000 Quadratmeter. Jetzt erstmal gucken, dass ich die Pumpe hier alles ordentlich anschließe. Das ist eine Druckpumpe. Viele von euch kennen das, der pumpt man zack, zack, zack. Und dann kriegt man hier halt, kann man da schön zerstäuben. Und das mache ich jetzt mal, wollte hier am Zaun das Unkraut ein bisschen wegmachen, damit. Damit, sag mal schnell, ach, das ist das. Damit wir hier am Zaun, da kann man ja nicht so gut sensen, dass wir da ein bisschen weniger Probleme haben dann mit dem Unkraut und mit dem Gedöns. Und dann werde ich das heute spritzen überall und am Donnerstag oder Mittwoch nächste Woche wollen wir die Grassamen sehen. Meine Güte, bin ich verpeilt heute wieder. Und dann wieder kommen wir hoffentlich schön Rasen überall. Haben wir so schon recht schön, wenig Unkraut und dann noch ein bisschen mehr. Ja, so sieht es aus. Genau, da ist der grobe Plan. Und dann nehme ich euch heute mal ein bisschen mit, zeige euch das. Ja, meine Lieben, so sieht es aus. Ich mache jetzt mal bereit alles vor und dann gleich zeige ich euch, wo ich überall gesprüht habe. So, Ja. und jetzt ist hier drin schon die erste Baustelle fertig. Habe ich ja gesagt, ich zeige euch das. Das habe ich mal in meinem Laden gekriegt, mal als Werbegeschenk. Das ist aus Holz. Das haben wir ja an die Wand gebracht. Das kommt jetzt unter die Kaffeemaschine. Und da kommt jetzt ist so eine alte ägyptische Vase, die wir mal gekauft haben für ein paar Euro. Und da kommt jetzt noch Kaffee mit rein im Glas, hat die Mona gesagt. Das sieht ganz schön aus. Und ja, jetzt gehe ich gleich ins Badezimmer dran, ne? So ist okay. Ja. Happy damit. Ich ja, habe auch die Ersatzteile das vom. Glas da oben mit Ja, mache ich. Ja gut. Und dann gehen wir da ins Badezimmer weitermachen. Da zeige ich euch dann auch, was ich da dödel und rödel. So, das sieht ja schon herzallerliebst aus, was die Mama da gemacht hat. In der Zeit habe ich im Schlafzimmer den Spiegel für die Livia angebracht. Wir hatten nur so einen alten Schlafzimmer, habe ich unten das Regalelement abgemacht. Den müssen wir gleich nochmal putzen. Dann kann die Livia ja mal gucken. Ich gucke halt gerne in den Spiegel. Der Etty sagt, er ist müde. Er macht jetzt schon mal seinen gerechtfertigten Mittagsschlaf. Mache mal Licht aus, muss ja nicht brennen wieder den ganzen Tag. Zack, und jetzt werde ich im Badezimmer noch eine Handtuchhalterung anbringen. Nur bei der Badewanne hält die Mama das gerne. Und dann werde ich noch zwei Schrauben im Aufgang zum Dachboden. Da oben kommt so eine Handtuchhalterung hin. Die mache ich hier noch eben dran. Dann haben wir das auch schon mal von der Foot. Und dann werde ich hier irgendwo, ich weiß noch nicht genau wo, hier die eine Sense hängt ja schon da. Und die andere werde ich wahrscheinlich dann, muss mal gucken, hier wahrscheinlich hinmachen. Ja, mal gucken. Dahin machen. Dass wir da die andere Sense von mir dann hinmachen können. Dann steht ihr nicht an den Füßen rum oder dahin. Mal gucken, mal gucken. Ich zeige es euch später.
Da haben wir noch ein bisschen Luft und Spiel. Ja, so sieht's aus. Dann werde ich mal Marker machen und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, Zwischenpause gemacht. Es gab gesunde Currywurst mit Elassoße und Pommes. Und da habe ich noch schlimmer, weil die Fritteuse Ehren hatten Zwiebelringe frittiert, schön paniert und frittiert. Alles gut für den Arsch und für die Hüfte. Davor habe ich hier die Halterung angebracht. Das alte Leid mit den hohlen Platten. Bisschen gekämpft, also ein ganz, weiß ich nicht, wer das entwickelt hat, dieses System, wie das da rein zu klicken ist. Ja, weiß ich auch nicht. Fällt mir jetzt nichts zu ein, was hast du schon, was wirklich nicht durchdacht, so ein Schrott. Aber gut. Papa räumt die Küche jetzt ein bisschen auf, die Mama ist draußen mit den Kindern. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange die Spülmaschine läuft. Das ist immer ätzend, die Spülmaschine läuft, darauf würde sie gerne ausräumen, aber es geht nicht. Ja, egal. Gleich werde ich noch, jetzt macht Mäuschen erstmal gleich Mittagsschlag, da haben wir uns auch zu einer Pause verdonnert. Dann werde ich hier, habe ich ja schon erzählt, noch meine Sense irgendwo aufhängen. Morgen fahren wir dann doch jetzt zum Markt nach Nagikanica und wollten so eine neue Sensenhalterung, Auffassung für Calvino holen für seine Sense, weil das, was dabei ist, hier, da kriege ich nur 2,4er Draht durch und ich habe 2,8er, nur 2,7er und 3er habe ich hier, von das ist die Dicke vom Durchmesser, Millimeter von dem Sensdraht. Oder Sensband, wie sie jetzt schimpft. Und das kriege ich da halt nicht durch. Und deswegen hole ich morgen eine neue Auffassung, die ich drauf schrauben kann. Und dann haben wir dieselbe. Ja, so sieht's aus. Ja, die Kinder spielen hier draußen im Sandkasten. Die Mama ist am Arbeiten. Schwer malochen. Und ja. Da ist er. Ich habe ganz wichtigen Sachen auf Instagram. Ja, sag ich ja, du bist am Arbeiten. Ja. Ich setze mir jetzt auch mal in die Hängematte. Livia isst die Eis. Etty! Ja, er will das Eis. Etty! Du alter Räuber! Lass die Livia in Ruhe. Ja. Ich zeige euch gleich, was ich dann da im Aufgang noch vom Dachboden mache und auch so noch rödeldödel. Wir machen jetzt erstmal Mittagssiesta. Wir haben 1 Uhr. Päuschen am Häuschen. Und ja, nächste Woche Dienstag, am Mittwoch kommen die Kameras, die neuen. Die zeige ich euch dann auch. Da bin ich schon ganz gespannt und kribbelig im Schlübbi. Da nehme ich euch dann auch mit. In dem Sinne würde ich mich gleich nochmal reinmelden. So, die Haken sind dran. Da muss ich gleich nur noch meine Sense aufhängen da oben. Ach so, riecht ein bisschen nach Benzin. Das wird von einer anderen Sense sein. Ja, und ansonsten haben wir heute beschlossen, machen wir heute nicht mehr viel. Haben wir jetzt einiges angebracht, fertig gemacht. Da hinten haben wir noch ein bisschen Rinde verbrannt, einen Teil davon. Dann machen wir jetzt Aufschluss. Nebenbei ist ein bisschen Fußball gelaufen. Gucken wir ein bisschen. Und dann lassen wir so langsam, aber sicher den Abend einklingen. Da hinten haben wir den Pool. Hier müssen wir auch noch rollen. Was meinst du, Michaela? Können wir den gleich schon rollen oder ist er noch zu feucht? Ja, ne? Wir haben den nie ganz trocken. Ja, wir rollen den gleich. Und dann haben wir das auch schon mal weg. Ja, hier die Konstruktion werde ich auch abmachen. Ja, Dartscheibe. Daten jetzt eh nicht mehr. Das kommt dann auch weg. Und dann haben wir das auch schon futsch. Putschi, putschi. Oh, schon mal ab. Zack, die Bohne. Brach. Zitrone. Ja, die Maus hat Spaß an ihrem Sandkasten. Ja, ich denke mal, jetzt können wir das den Rest so alleine lassen, wenn ihr wollt. Oder was meinst du, Michaela? Ne, ist jetzt nur noch Glut. Die Glut ist gut. So, dann lass uns jetzt eben den Pool zusammen aufrollen zu dritt. Und dann melde ich mich später nochmal rein bei euch. Freiburg ist Spitzenreiter. Yay, die Bauern haben wieder nicht gewonnen. So, ich wollte euch noch zeigen, wo ich überall gespritzt habe. Hier am Rand. Ich habe das Gefühl, das lässt schon ein bisschen den Kopf hängen, das ganze Gemüse. Dann da einen Zaun entlang. Etti, geh mal weg. Dann zauber ich die auf dem Etikett. Dann habe ich da hinten gefilmt. Also quasi den ganzen Zaun entlang. Dann da oben bis zum Querzaun und dann einmal darunter.
Natürlich bei den Nachbarn nicht, die da fleißig am Rödeln sind. Und hier die ganzen Brennnesseln habe ich mal eingesprüht. Dann mal gucken, was da draus wird. Ich hoffentlich, die gehen nicht alle kaputt. Und da hinten habe ich auch ein bisschen Bambus mal. Heute diesen japanischen Knöterich habe ich dann eingesprüht. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Hier ist unser alte Dartscheibe, haben wir schon abgebaut, wird eh nicht mehr gespielt. So langsam bereiten wir alles vor. Hinter mir der Pool ist auch weggeräumt, der war trocken. 1000 Viecher rumfliegen hier. Ja, ja, sonst habe ich die Tojaschfolie da noch ein bisschen zurechtgeschnitten. Die haben wir gestern schon glatt gezogen. Und ja, und hier wächst das ganze Körner von den Hühnern. Wächst hier Kraut. Ja, die tränken wir auch noch weg. Und ja, so langsam geht's Endspurt. Nächste Woche Freitag geht's auf Reisen. Geht die Tour wieder los. Wir freuen uns, die Mama am allermeisten. Ja, ansonsten nächste Woche Freitag geht's wieder los. Du freust dich am allermeisten. Ja, die Maus hat ihre Kreide gefunden, die ist da am Malen, die malt gerne uns an. Und wir gehen jetzt in die Wanne. Die Maus hat heute gesagt, die war heute so gut drauf, dass sie keinen Mittagsschlaf machen musste. Und wir hoffen alle, dass sie gleich um 18 Uhr Nickerchen macht. Ja, ja, aber trotzdem ungewöhnlich, auch wenn sie lange schläft, dass sie keinen Mittagsschlaf macht. Ja, gerade wäre sie fast eingenickt, da haben wir gesagt, komm, wir machen weiter und rödeln. Jetzt gleich geht's in die Wanne. Wie gesagt, und dann gibt es Abendbrot, essen wir heute Suppe. Etty hört nur Abendbrot und guckt mich ganz entgeistert an. Die serbische Bodenpfanne, ne? Heißt die, ne? Suppe. Suppe. Darf man das noch so nennen? Die Bodensuppe. Ja. Im Nachschicht gibt es einen Negerkuss. Aber ist das denn so doof mit dem Licht hier? So, ist aber jetzt doof für mich. Ja, egal. Ja gut, ihr Lieben, morgen geht's an Nagica Nizza, dann nehmen wir euch auch wieder mit, werden wir berichten. Heute haben wir drin einiges geschafft, jetzt haben wir draußen doch noch gerödelt, obwohl wir nicht so viel machen wollten. Haben wir gut was weggeschafft. Nochmal zu meinem Tippspiel, Gong WM, wer Bock hat bei Kicktipp, habe ich eine kostenlose Tipprunde zur WM 2022 gemacht. Da machen wir selber auch alle mit, im Calvino werde ich da auch noch einen Account machen, das kostet nichts. Man kann aber auch davon nichts gewinnen, einfach nur aus Spaß an der Freude. Und wer Bock drauf hat, mitzumachen, auch wenn ihr keine Ahnung vom Fußball hat, da hat die Michaela auch nicht. Die weiß nur, dass der Ball rund ist und viele Leute da rumrennen. Und macht ruhig mit, je mehr wir sind. Was denn? Die hat voll keinen Plan, die weiß nur, dass der Ball rund ist. Ja. Und ja. Ist ja nicht schlimm. Also wenn ihr auch keine Ahnung habt vom Fußball, meldet euch an, macht damit, das kostet nichts, wie gesagt. Je mehr dabei sind, umso lustiger. Genau, und die am meisten Ahnung haben, werden die Letzten sein. Außer Papa Bären, der ist der Erste wieder. Um Platz 2 und Platz 3. Nein. Meldet euch an, wenn ihr Fragen habt, ich habe es in der Infobox beschrieben, könnt ihr mal reingucken. Da habe ich das, könnt ihr euch die Infos holen. Ansonsten schreibt einen Kommentar oder eine E-Mail, da helfe ich euch auch gerne, aber in der Regel ist das selbsterklärend. Ihr braucht nur eine gültige E-Mail-Adresse, womit ihr euch da einmal bestätigen müsst. Sucht lustigen Namen aus, wie ihr heißen wollt. Und dann tretet ihr dem WM-Tippspiel Gong WM bei. Ja, ansonsten werden wir heute nicht mehr viel Spannendes machen. Deswegen möchte ich mich jetzt im Hellen schon von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen zu sehen, was ich alles gebastelt habe. Papa kann gerade nicht. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Viel Spaß gleich bei der Michaela. Und dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische auf dem Weg nach Nagica Nizza. Nebukadnezar, sag ich immer. Tschüss!